Heute feiern wir den Trainer des Jahres bei der SN-Sportlerwahl Leonidas. Und Jesse Marsch ist der Trainer des Jahres geworden und er hat eigentlich schon das Objekt der Begierde in der Hand, den schweren, goldenen Löwen. Wie fühlt es sich an, Jesse? Ja, es ist sehr cool und ich bin sehr dankbar für diese Belohnung und ja, es ist sehr schwer. So, vielleicht ich muss in der Kraftraum ein bisschen arbeiten. So, aber vielen Dank und ja, ein großer Ehre für mich. Wir haben vorher ganz kurz geredet, du weißt noch gar nicht, wo du ihn hinstellen wirst. Hast du schon was überlegt, wo er vielleicht einen Platz findet? Ist ja gar nicht so einfach, ist ja relativ groß. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, und, vielleicht direkt bei dem Abendtisch. Ja, es ist in der Mitte. Ich denke, meine Familie ist nicht so zufrieden mit diesem. Aber wir finden eine gute Lage für uns. Das ist sehr super. Sonst normalerweise haben wir immer eine große Leonidas-Gala, heute andere Bedingungen, eine andere Übergabe, aber trotzdem an einem schönen Platz vor dem Meisterteller. Aber dieser Rahmen trotzdem, die Übergabe ist trotzdem etwas, was als Symbol für die ganze Mannschaft ist. Ja, sicher. Erst in der Vergangenheit, ich habe viele Videos von dieser Gala gesehen und es ist sehr, sehr schön und sehr schade, dass wir nicht alle zusammen wieder sein können. Und ja, ich denke, jede Belohnung für einen Trainer ist ein Botschaft oder ein Repräsentieren von der ganzen Mannschaft. Und so, es ist sicher der Fall mit dieser Gruppe. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben alle so gut zusammengearbeitet. Und in the end, ja, es war eine super Saison und ein gutes Gefühl. Und mein Kopf ist wieder und schon mit nächstes Jahr, ja, wir haben große Ziele für nächstes Jahr auch. Aber ich muss dir trotzdem eine negative Nachricht noch überreichen. Jeder Trainer, der Trainer des Jahres geworden ist bei uns, hat dann im nächsten Jahr darauf die Mannschaft und Salzburg verlassen. Das wollen wir aber nicht bei dir. Ja, wir müssen erbrechen, diese Tradition. So, ich bleibe hier, ich bin sehr zufrieden hier in Salzburg. Es ist ein super Start und Verein sicher. So, viel Spaß für mich und meine Familie. So. Keine Planung jetzt. Dann wünsche ich viel Spaß. Nochmal Gratulation als Trainer des Jahres mit dem goldenen Leonidas. Und wir bleiben natürlich dran. Wir haben ja noch einige Leonidas zu vergeben und freuen uns auf die nächsten Interviews.